So, macht er auf meinen 3-2er den Pazifismus. Warte mal, wenn ich hier... Auf ihn? Mit dem attacke ich sowieso nicht. Hat er nicht mal alle. Boden am Start. So, will er nochmal? Er will nochmal. Mann, das geht hier Schlag auf Schlag. Wir können uns ja gar nicht mehr helfen. Schlag auf Schlag geht das hier. So, und wir haben... Traumbild, den Phantomkrieger. Schnecki und den Frosthauch. Okay, spiel mal. Schnecki, was will Schnecki hier eigentlich? Ich habe Schnecki noch nicht einmal benutzt, ey. Ich schmeiß Schnecki gleich aus dem Deck raus. Weil Schnecki ist mir ehrlich gesagt einfach zu fett. 6 Mana und ein Kanzel. Für 6 Mana kriegst du doch die übelst geile Kreatur. Und ich meine, der hat einen Kanzel und die Stärke von der Kreatur ist dann... die Mana-Kosten von dem Zauberspruch ist dann die Stärke der Kreatur. Aber wenn er dann 1-1er-Zauber macht oder sowas. Also die ist halt richtig für Late-Game, die hier, ne? Die ist richtig für Late-Game. Und mit einem blauen Deck gehst du doch hier eigentlich gar nicht voll ins Late-Game. Okay. Wir spielen nicht den Frosthauch. Wir spielen Phantomkriegerchen. Na klar. Spielen wir Phantomkriegerchen. Und er hat hier die Chor Geistertänzerin. +2/+2 für jede an sie angelegte Aura. Immer wenn du einen Aura-Zauberspruch wirkst, kannst du eine Karte ziehen. Die Karte ist übelst cool. Wenn er Auren auf der Hand hat, was er wahrscheinlich hat, weil in dem Deck ja einige Auren sind. Und das heißt, er kann immer wieder Karten ziehen. Und sie kriegt +2/+2 für jede an sie angelegte Aura. Also die Karte ist richtig geil. Die hat mir auch schon einige Male das Leben gekostet. Die Chor-Geistertänzerin. Okay, Ayani Sonnentänzerin. Lebensverknüpfung. Jetzt hat er auf jeden Fall mal ordentlich kleine Karten. So. Und wir kriegen den unwirklichen Diener. Genau mein Metier. So, wir fahren jetzt Damage. Auf jeden Fall. Phantomkriegerchen, hau dich durch die Wände durch. Nehmen den alten Meff auseinander. Da wir ja blocken können momentan, greifen wir natürlich an. Denn Angriff ist bei Magic eigentlich so gut wie immer die beste Verteidigung. Wenn man die Wahl hat und nicht genau weiß, ob man blocken soll oder angreifen soll, immer angreifen. Oh, er hat hier auf jeden Fall viele geile kleine Kreaturen. Boah, das gefällt mir gar nicht. Der 2-2er hier suckt. So, wir könnten natürlich... Wollen wir das Traumbild jetzt schon spielen? Spielen wir den Frosthauch? Nee, ich denke, wir spielen erstmal safe. Wir machen momentan gar nichts. Geil. 5 Mana auf dem Spielfeld, 1 auf der Hand. Und wir machen gar nichts. Okay, er macht momentan 2, 3, 4 Schaden. Und heilt sich um 2. Und wir würden 5 Schaden machen. Nö, dann attackieren wir nur mit dem Phantomkrieger. Zur Not können wir gleich in seiner Runde noch den Frosthauch spielen. So, und hier mal ganz schnell auf Y drücken, damit er nicht sieht, dass wir einen Zauber auf der Hand haben, den wir spielen können. So, attackt er direkt? Oder macht er irgendwas? Er spielt was. Er spielt Siegel des leeren Throns. Immer wenn du einen Verzauberungszauber wirkst, bringe einen 4-4 weißen Engel-Kreaturen-Spielstein ins Spiel. Krass. Alter, er hat richtig geile Karten, ne? Krass auf jeden Fall. Wir müssen uns den Zauber, wir müssen uns hier jetzt den Kanzel aufheben nächste Runde. Das heißt, wir spielen jetzt noch den Frosthauch, auf jeden Fall. Ja, wir müssen jetzt noch den Frosthauch spielen. Auf ihn und auf ihn.
So, wir canceln jetzt. Wir attacken jetzt und canceln. Natürlich. Mit Schnecki. So, wir drücken Schnecki natürlich ganz schnell weiter, damit er das nicht sieht, dass wir eine Verzauberung auf, ein Cancel auf der Hand haben. Oder eine Karte spielen können. So. Wer bist du? Seraph des Schwertes. Fliegend. Verhindere allen Kampfschaden, der dem Seraph des Schwertes zugefügt wird. 3-3. Wollen wir den canceln? Er hat noch zwei Karten auf der Hand. Nö, den canceln wir nicht. Den können wir mit dem Traumbild kopieren oder tappen. Dafür verschwenden wir unseren Cancel nicht. Okay, wir haben wieder den Frosthauch. Aber wir können momentan nichts spielen, solange... ja. Nö, nö, nö. Also wir attacken weiterhin mit dem Phantomangreifer hier. Wie heißt er? Phantomkrieger. Phantomangreifer, schön. So. Er kann jetzt diese Runde natürlich wieder attackieren, was nicht so cool ist für uns. Aber wir haben ja momentan einen Vorsprung. Mal gucken, was er so treibt. Wenn er jetzt wieder was, oder wenn er jetzt gar nichts spielt, dann... So, wer bist du? Das Aura-Schöpfer, ne? Wenn der Aura-Schöpfer ins Spiel kommt, kannst du eine Verzauberungskarte aus deiner... Oh, nee. Jetzt kann er auch noch eine retzen hier. So, ist mir ganz egal. Was macht er? Er weiß natürlich mittlerweile, dass wir einen Kanzler auf der Hand haben, da ich hier so oft auf X drücke und mir seine Karten genau durchlese. So, er greift jetzt natürlich mit mehreren an, ne? Moment, wir machen hier mal schön den Frosthauch jetzt erstmal. Auf seinen bescheuerten Seraph. Und auf seinen 1-1er. Und wir blocken ihm den weg, ne? Kacke, wir hätten vielleicht warten sollen. Jetzt können wir nicht mehr canceln. Aber vielleicht denkt der, wir können immer noch canceln. Nice. Ah, wir können momentan natürlich hier nicht so viel spielen. Wir spielen jetzt natürlich safe. Und greifen jetzt wiederum mit dem Phantomkriegerchen an. Oh, ist das ein taktisches Spiel hier. Ich würde jetzt gerne nochmal so ein Mana ziehen oder so. Das würde ich jetzt ganz gerne. Er könnte jetzt auch mal eine Aura spielen. Am besten eine richtig fette, die ich ihm jetzt wegkanzel. Ah ja, die Sonnenkämpferin. Die kanzel ich dir bestimmt nicht weg. Kommt jetzt noch eine fette Verzauberung? Es kommt keine dicke Aura. Nö, wir machen wiederum gar nichts. Wir greifen nur mit Phantomkriegerchen an. So, so langsam läuft uns hier aber ein bisschen das Glück davon. Er soll jetzt mal eine dicke Aura casten und nicht nur hier kleine Mini-Kreaturen. So, es ist ja hier ein spannendes Spiel. So, er ist dran. Was bist du? Aura, Verzauberer. Verzauberer der Krieger erhält plus 3 plus 3. Ja, negativ. Weg damit. 7-7, Baby, was geht ab? So, jetzt kriegt er natürlich einen 4-4er, ne? Bläh. Aber ich kopiere jetzt gleich unsere geile Illusion hier noch. Geht das? Weiß ich gar nicht. Geht das? Oder hat er dann 1-1? Oh, ich glaube, der hat dann 1-1. Alter, was treibt er? Der hat ja keinen Doppelschlag, ne? Nee, nee, ich dachte schon, er wird...
dachte schon, was ist hier los? Okay, Rückruf. Nett. So, erstmal spielen wir hier. Wir zaubern ihm welche Karte wieder auf die Hand zurück? Die hier, ne? Alter, auf jeden Fall. Okay. Spielen wir die Klaustrophobie. Ja, wir wollen hier seinen komischen Engel weghaben, der keinen Kampfschaden kriegt. Klaustrophobius auf ihn. Wollen wir seinen blöden Engel kopieren? Oder kopieren wir unser Vieh hier? Nee, das bringt's nicht, ne? Nee, das bringt's nicht. So, wir machen Rückruf auf seine bescheuerte Karte da. Oder töten wir um seinen 4-4er-Engel? Ich glaube, wir töten ihm seinen 4-4er-Engel. Weg damit. So, dann spielen wir jetzt noch ihn. Ja, wir spielen noch ihn. Okay, jetzt machen wir natürlich volle Attacke-Angriff hier. So, das dauert hier alles ein bisschen bei mir. Ich muss ja die ganze Zeit überlegen, was hier das Beste ist, was ich mache. Aber er hat ja jetzt momentan kaum mehr Kreaturen. Was ganz nett ist. Und wenn er was Fettes hat, dann übernehmen wir seinen bescheuerten Engel. Oder kopieren ihn. Aber noch will ich das Traumbild eigentlich aufbewahren, falls er hier irgendwas Dubioses spielt. Aber er sollte ja jetzt tot sein. Sollte, das heißt, er spielt jetzt eine Aura, kann er natürlich jetzt spielen. Kriegt er natürlich wieder so einen 4-4er-Engel. Ist das eine Aura? Bestimmt, ne? Es ist eine Aura. Da kommt wieder so ein blöder 4-4er-Engel. Kriege ich den? Verhindere. Welcher ist denn eigentlich dieser, der hier? Ach, das ist diese bescheuerte Karte, ja. Oh Gott, was passiert? Achso, jetzt spielt er zwei Auren. Achso, er spielt drei Auren. Achso. Ne, er hat sich umentschieden, ne? Alter Schwede. Okay, das war krass. Diese Karte da suckt. Okay, wir können ja beide spielen, die Phantombestie. Hat er Lebensverknüpfung auf irgendwem? Auf ihm nicht. Verzaubert eine Kreatur, verzaubert wird +4/+4 Flugfähigkeit sowie den Erstschlag und ist dann zusätzlich zu den anderen Typen ein Engel. Wenn die verzaubert. Ne, er hat keine Lebensverknüpfung. Okay. Dann kopieren wir den Phantomkrieger. Natürlich. Hätten wir von Anfang an eigentlich machen sollen, glaube ich. So, wollen wir jetzt volle Attacke fahren. Er kann uns wegblocken, auf jeden Fall. Nee, wir greifen jetzt nicht an. Wir lassen ihn angreifen. Obwohl er natürlich auch drei Karten auf der Hand hat, der Kacke. Da zackt hart, er hat vier Karten auf der Hand und wir gar nichts. Aber wir müssen unsere Phantomkrieger am Leben erhalten. Er darf jetzt nur keine Lebensverknüpfung haben. Verzaubert eine Kreatur, die verzauberte Kreatur hält +3/+3. Erstschlag Wasser, keine Lebensverknüpfung. Nein. Oh Mann, wir verspielen die Kacke hier noch. So, mit denen müssen wir auf jeden Fall Pazifismus. Ja, genau. Mist, wir sind tot wahrscheinlich. Und jetzt keinen Rückruf ziehen. Ein Rückruf wäre jetzt übelst geil. Aber er attackiert das natürlich. Das heißt, er kriegt jetzt 9 Damage, Alter. Fuck. 9 Leben heilt er sich jetzt. Oh, das Game sah gut aus für uns, aber... Alter, aber er hat so viel Mana. Und er zieht irgendwie die ganze Zeit Karten. Wie zieht er denn die ganze Zeit Karten? Weil er die ja auf diese Aura-Tussi hier drauf castet, ne?
Oder wo castet der die drauf? Ich weiß es nicht. Mist, ey. Müssen wir 9 Schaden kassieren? Wir können nur mit 5 Schaden blocken. Wir blocken nicht. Ist hart für uns, ist hart. Wir brauchen jetzt einen Rückruf. Wir haben einen Cancel. Ach ne, du nicht. So, ja, wir können leider nicht mehr lange überleben, denke ich. Er hat uns ganz schön auseinandergenommen hier in 2 Runden. Er hatte aber auch, guck mal, Alter, er hat immer noch 2 Karten. Er hat nicht gerade 7 Karten gespielt. Gefühlt. So, und wir können jetzt canceln, aber... Zieht er auch nochmal eine Karte, wenn wir den hier nehmen. Oder ne, ich ziehe eine Karte. So, hier bestimmt nicht, ey. Paladin der Morgenröte. Jetzt vergessen. So, jetzt haben wir den Zeitzeller. Der bringt uns jetzt auch nicht gerade zu viel. Ich hätte jetzt gerne einen Rückruf. Kreaturmensch Druide, immer wenn du eine Verzauberung kannst, wirkst, kannst du eine Karte ziehen. Ja, die Karte, aber die hat er doch nur einmal draußen. Die hat er ja vorher noch nicht draußen gehabt, oder? So, ey, jetzt ist alles vorbei, ey. Ja, wir sind so tot. Die Lebensverknüpfung macht uns alle. Die Lebensverknüpfung macht uns alle. Sein 9-9er macht uns alle. Gegen den können wir uns leider nicht wehren. Aber wir haben ja eben gut gewonnen, deswegen ist es ja auch gerecht, wenn er mal gewinnt. Der alte Mev. Iceman war auch in Top Gun ein guter Verlierer. Am Ende hat er Mev noch gratuliert. Nachdem Mev wieder klargekommen ist. So, er greift mit seinen 5-7er hier an. Echt? Warum tut er das? Ach, der hat ja 5-7. Ne, den können wir eben nicht töten. Ich bin verwirrt. So, er hat 22. Schön. Und wir haben minus 3. Traum. Da konnten wir gerade nichts mehr retten. Er hat richtig geile Karten. Ich wusste gar nicht, dass so geile Karten in diesem weißen Deck sind. Diese Karte, dass er die Engel spawnt, ey. Boah, ist die geil. So. Will er nochmal? Er will echt nochmal. Boah, so langsam kriege ich hier aber eine. Kriege ich aber einen Stimmenzwitterer, kriege ich hier aber. So, wir haben 4 Mana. Jaces Gedankenführer für 6 Mana. Der ist auch nicht so geil, ey. Aber immer haben wir den Fürsten. Den Fürsten von Schaumburg-Lippe. Nee, den Fürst des Unrealen. Aber den Fürsten von Schaumburg-Lippe habe ich gestern. Habe ich gestern auf der CDU-Wahlparty oder so gesehen. Der sieht aus, ey. Könnt ihr mal googeln, ey. Jaces Traumwesen. Nee, da spielen wir lieber das verschleierte Traumwesen. Ich glaube, ich nehme Jaces Traumwesen echt raus, die Karte. Ich meine, eine meiner Kreatur ist natürlich schön und gut. Aber wenn die 1-1 hat, dann... Die müsste mindestens 2-1 fliegend haben. Diese bescheuerte Fähigkeit hier mit 4-4, 10 Karten im Friedhof, kann ich echt drauf verzichten. Besonders da er hier jetzt schon wieder eine Lebensverknüpfung hat. Ich hasse Lebensverknüpfung. So, wir spielen beide, ne? Oh, klar, spielen wir beide. So, die sind immerhin fliegend, das heißt, wir machen jetzt auf jeden Fall schon mal gut Damage. Guten Damage machen wir. Das ist doch ganz nett. Und wir haben noch Jaces Gedankenforscher. Ein... Kreaturillusion Fisch. Es ist ein Aal. Ein Aalbrötchen. Alobert ist das bestimmt. Alobert, der Riesenaal. Wer die nicht kennt, müsst ihr auch die Livestream-Trailer gucken. Die müsst ihr sowieso gucken. Kennt ihr wahrscheinlich schon. Aber ja, könnt ihr gucken. So, macht er auf meinen 3-2er den Pazifismus. Warte mal, wenn ich hier... Auf ihn? Mit dem attacke ich sowieso nicht. Hat er nicht mal alle.
Wenn Jaces Gedankenforscher ins Spiel kommt, legt ein Gegner deiner Wahl die obersten 5 Karten seiner Bibliothek. Ja, natürlich blocke ich mit dem. Oberst 5 Karten seiner Bibliothek auf deinen Friedhof. Du kannst eine Spontanzauber- oder Hexereikarte davon wirken. Ah, er hat doch nur Verzauberungen in seinem Deck. Und wir haben nur Mana. Die immer besser hier. Kacke, mit Jaces Gedankenforscher kann ich hier wieder gar nichts anfangen in diesem Deck. Aber diese dicken Kreaturen in diesem blauen Deck sind echt semi-optimal. Ich will doch einfach nur so einen mega 8-8 Illusionsdrachen haben. Ohne Negativfähigkeit. Der am besten 7 Mana kostet. Das wäre genau das Richtige für das Deck. Also den Auraschöpfer, Kreatur, Mensch, Zauberer. Die sieht aber auch wirklich schnieke aus. Wie in so aus so einem Da Vinci-Gemälde. Wenn der Auraschöpfer ins Spiel kommt, kannst du eine Verzauberungskarte in deiner Wahl aus deinem Friedhof deine Hand zurückbringen. Er hat auch gar keinen aus seinem Friedhof. Oder? Doch, den Nee. Er hat keinen aus seinem Friedhof. Ja, noch mehr Mana bitte. Ich habe noch nicht genug. Frechheit. So, Jaces Gedankenforscher brauchen wir noch. Einen für. Schön. Können wir gleich immerhin den schon spielen. Und der hat dann ja auch 5-5, was ja nicht das Schlechteste ist. Fliegend 5-5. Aber er hat jetzt auch schon 5 Mana daraus in der gute Meth. Und der Meth bringt auch, nee, das Dämmerungselementar. Fliegend verhindere allen Schaden, der dem Dämmerungselementar zugefügt würde. Oh. Kotze. Der gefällt mir gar nicht. Ach, jetzt können wir nicht mehr attacken. Nerv. Ach, wir haben so geile Karten für Fliegende und wir können nicht attackieren. So, wir spielen jetzt erstmal Jaces. Natürlich auf ihn. Da wir ja nur Gegner auswählen können. Wir können nichts spielen, natürlich. Geil. Und wir können nicht attackieren. Möp. Da seine Kreatur unverwundbar ist. Und ja. Ja. Ist auf jeden Fall eine geile Blockkarte, die er da hat. Kann man nicht meckern. Oh. Jetzt kommt noch der gepanzerte Höhenflug. Die ist auch richtig geil. Oh, 7-7, ne? Ah, dieses Deck. Ich habe mir dieses Deck, was er da spielt, ja sogar gekauft. Ich muss es wirklich zugestehen, ich habe es wirklich gekauft. So, der kostet 3, du kostest auch 3, ne? Das heißt, wir können beide spielen. Machen wir das doch einfach mal. Machen wir es, tun wir es. So, ich greife nicht an. Das wird jetzt hier wieder ein Stellungsspiel, aber es sieht schon wieder gut aus für ihn, weil wir keine Karten mehr auf der Hand haben. Und in Magic keine Karten auf der Hand zu haben. Seine Kreatur verbessert sich da auch immer noch. Er spielt den Paladin der Morgenröte, was er ist, ne? Genau, Paladin der Morgenröte. Röte, Wachsamkeit und Lebensverknüpfung. Und er hat keine Lebensverknüpfung, aber dafür 8-8. So, wir ziehen gute Karten, aber wir können mit denen nichts machen. Ich würde jetzt lieber Verzauberung und sowas ziehen. Also, wir können jetzt natürlich mit unserem Phantomkrieger schön attacken. Das machen wir natürlich. Ich hätte jetzt gerne dieses Äthergespinst. Was alleine schon 3-3 oder 4-4 oder was hat der? Oder hat der 5-5? Nee, der hat 3-3, ne? 3-3 und unblockbar. Oh, jetzt kommt der auch noch. Hat er noch mehr Auren auf der Hand? Ne, er hat einen Stab des Sonnenmagus auf der Hand. Den kann er gerne rausbringen. Auch gerne 4-mal. Und noch stehen wir zum ganz gut da. Ich hätte jetzt gerne noch so einen. Genau den hätte ich jetzt ganz gerne.
So, das sieht doch schon mal ganz gut aus für uns. Weg mit dir. So, und wir machen jetzt volle Attacke. Er kann uns einen davon töten. Aber gerne. Gerne darf er. Wir wollen jetzt volle Attacke fahren. So, er dockt den mit seinem 2-4er. Seiner ist tot. Mit seinem 3-3er kann er auch noch einen blocken. Den 5-5er sehr wahrscheinlich. Dann machen wir noch 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Schaden. Schön. Aber er hat Lebensverknüpfung auf irgendwem, ne? Oh, das heißt, er hat noch 2 Leben. 2 Leben hat er noch. Ha, kann ich rechnen oder was? Ich bin geradezu ein Genie. Ich denke, ich bin der schlechteste Mensch im Kopfrechnen, der Abitur hat. So, Mev, was geht? Bringt einen Mana raus. Er hat aber 7 Mana und noch 2 Karten auf der Hand. Das heißt. Och, nee. Jetzt kann er sich dieses Ding wiederholen. So. Ist natürlich jetzt hart. Aber er hat keine Lebensverknüpfung, ne? Nee. Und den. Jetzt hat er wieder 8-8 und 9-9 hat er jetzt wahrscheinlich. Geil. 5 hat er jetzt. Er kann von mir 2 Karten blocken. Der kommt durch, der kommt durch. Oh. So wie es aussieht, haben wir gewonnen. Schön. Und einen Kanzel haben wir, okay. Wir machen aber volle Attacke. Der kommt auf jeden Fall durch. Ein kleiner kommt auch durch. Wir müssen es eigentlich schaffen, oder? Ja. Ich glaube schon. Nee, der kommt nicht durch. Wenn er den jetzt blockt, dann kommt der. Ja. Wir schaffen es. Schön. Traum. Olsen win. Ah, Traum. So. Jetzt haben wir ja aber ein Game nach dem anderen gemacht. Ey. Jetzt muss ich, glaube ich, erstmal meine Stimme schonen und die Videos zum Rendern reinwerfen, denn ich brauche ja neue Folgen. So, ich möchte nicht mehr. Danke. War ein gutes Game. Maverick, guter Spieler. So, wir gehen jetzt mal schnell in die Deckverwaltung und gucken uns nochmal das Gedankenlabyrinth an, was wir denn hier jetzt für Karten hinzugekriegt haben. So, wir haben ja schon ein bisschen Scheiße rausgenommen, hier so den Stab des Gedankenkacks. Das verstärkte Traumwesen. Ich glaube, das verstärkte Traumwesen ist eigentlich ziemlich gut. Ich glaube, ich nehme das wieder rein. So, Ine brauchen wir nicht, der ist nicht fliegend, der kostet mich an. Das Desorientieren auch. Aber wir nehmen hier. Oh, wir nehmen hier Jaces Traumwesen auf jeden Fall raus. Das Traumbärchen. Wir haben zweimal den verschleierten Wächter. Okay. Den Fürst der Untertanen haben wir jetzt schon. Fürst des Unreal haben wir jetzt 4-mal. Das ist ein Traum. Das Äthergespinst ist auch cool. Das verschleierte Traumwesen. Brauchen wir es aber 4-mal. Welchen finde ich besser? Den Traumbärchen? Traumbärchen haben wir 3-mal. Wir haben 8 Karten, die 1 Mana kosten und 14, die 2 kosten. Also unser Deck ist sowieso ziemlich für kleine Karten ausgelegt. Also einerseits ist es cool. Die Frage ist, brauchen wir so viele? Ich glaube, wir nehmen einmal den Traumbär raus und wir nehmen einmal das verschleierte Traumwesen raus. Das geht. So, den unwirklichen Diener, der ist richtig geil, den lassen wir drin. Hier haben wir den Listschleier. Noch. Immer wenn du einen Kreaturenzauber wirkst,
Der Lichtschleier bis zum Ende des Zuges zu einer 4-4-Illusion. Boah, sorry. Illusionskreatur mit Flugfähigkeit. Er ist immer noch eine Verzauberung. Ja, die Klaustrophobie ist super. Hier zum Wochenende Traum ist ein Cancel. Hier noch mehr Cancels. Der Frosthauch ist auch richtig geil. Die Weissagung geht richtig steil. Der Zeitzeller ist immer geil. Der Traumdrache, den hätte ich gerne viermal. Den Zeitzeller hätte ich auch gerne viermal. Die Phantombestie geht ab. Ach, Schnecki haben wir jetzt schon zweimal. Das Turbulenzinventar ist voll geil. So, Schnecki. Wir hatten Schnecki jetzt schon 3-4 Mal auf der Hand. Und wir konnten sie einmal spielen. Und da hat sie uns nicht zum Sieg verholfen. Nö, kommt Schnecki raus. Ach nee, nee, ich. Kommt Schnecki raus, sorry. Ich brauche keine Karten, die so fett sind und mir nicht zum Sieg verhelfen. So, was kommen denn eigentlich noch für Karten? Rückruf, immer gut. Lichtschleier war auch richtig geil. Der Krovakanische hier, der ist auf jeden Fall cool. Stärke und Widerstandskraft sind des Krovakanischen Nebels sind gleich der Anzahl an Illusionen im Spiel. Die Verhammelung, Zwillingszauber, Kopie rein, spontan Zauber oder eine Hexerei deiner Wahl. Du kannst neue Ziele für die Kopie bestimmen. Kann man die auf seiner Hand kopieren oder was? Oder spielt man den dann auf den anderen Zauber nochmal drauf? Krass. Phantom der Leylinie. Wenn das Phantom der Leylinie den Kampfschaden zufügt, bringe es auf die Hand seines Besitzers zurück. Also, ne. Was das für ein Ding ist? Spezialist für Übergriffe. Immer wenn du deinen zweiten Zauber in jedem Zug wirkst, erhält der Spezialist für Übergriffe +2/+0 bis zum Ende des Zuges und kann in diesem Zug nicht geblockt werden. Nett. Illusorischer Engel. Ja, das ist doch genau was. Engel sind ja auch meine Lieblingskreaturen. Deswegen, den hätte ich gerne. Wirke den illusorischen Engel nur, falls du in diesem Zug einen anderen Zauberspruch gewirkt hast. Ja, cool. Wehmütige Gedanken. Ein Spieler deiner Wahl zieht 2 Karten und wirft dann 4 Karten. Auch cool. Ätherplasma. Immer wenn das Ätherplasma eine Kreatur blockt, kannst du das Ätherplasma auf die Hand seines Besitzers zurückbringen. Kannst du. Falls du das tust, kannst du eine Kreaturenkarte aus deiner Hand ins Spiel bringen. Ach, der hat nur 1-1, ne? Ist aber auch cool. Gegenzauber. Neutralisierung. Nice. Verhammelung. Ja, warum nicht? Elvisnight, du kannst Karten, die kein Land sind. Ach ja, das war das Ding, das nehmen wir bestimmt nicht rein. Ja, den bräuchten wir hier mal. Die Zwinx von Magosi. Fliegen. Ziehe eine Karte und lege dann eine +1/+1 Mark auf den Sphinx von Magosi. Das ist... Die brauchen wir. Die ist geil. Gegenzauber auch richtig geil. Warnspiegeltraumwesen für 5 Mana. Der Besitzer des Warnspiegeltraumwesens mischt es in seine Bibliothek. Falls dieser Spieler dies tut, deckt er Karten von oben seiner Bibliothek auf, bis eine Karte namens Warnspiegeltraumwesen aufgedeckt wird. Der springt diese Karte ins Spiel und legt dann alle anderen auf diese Weise aufgedeckten Karten auf seinen Friedhof. Hä? Was will ich mit diesen ganzen Karten auf meinem Friedhof? Nur damit Jaces Traumwesen dann 5-5 hat, oder was? Ich kann die doch gar nicht retten. Oh, Verstandeskontrolle ist auch nice. Willenskraft. Du kannst eine blaue Karte aus deiner Hand ins Exil schicken und einen Lebenspunkt bezahlen, anstatt die Mana-Kosten der Willenskraft zu bezahlen. Du kannst eine blaue Karte aus deiner Hand ins Exil schicken und einen Lebenspunkt bezahlen. Huh. Interessant. Weiß ich nicht genau, wie die abgeht. Was ist denn das für ein Ding? Wieso ist das so funky? Ist das die Imba-Karte oder was? Du erhältst nach diesem Zug einen weiteren Zug. Schicke zeitliche Überlegenheit ins Exil. Miraculum. Richtig geil. Nochmal den Zeitzeller. Kryptischer Befehl. Bestimme 2. Neutralisiere einen Zauberspruch deiner Wahl oder bringe eine bleibende Karte deiner Wahl auf die Hand ihres Besitzers zurück. Oder tappe alle Kreaturen, die dein Gegner kontrollieren. Oder ziehe eine Karte. Nett. Schnellzauberer. Aufblitzen. Wenn der Schnellzauberer ins Spiel kommt, erhält er eine Spontanzauber oder eine Hexereikarte in der Wahl in deinem... Was? Erhält eine Spontanzauber oder eine Hexereikarte in der Wahl in deinem Friedhof bis zum Ende des Zuges Rückblende. Die Rückblendekosten sind gleich ihrer Mana-Kosten. Er ist auch geil, auf jeden Fall.
Zeitumkehr. Jeder Spieler mischt die Karten auf seine Hand und in seinem Friedhof, in seiner Bibliothek und zieht dann 7 Karten. Schicke die Zeitumkehr ins Exil. Ja, das macht man halt, wenn man schon 7 Karten rausgeballert hat und der Gegner noch nicht und dann nochmal ziehen möchte. Ist auch cool. Also hier sind noch richtig geile Karten drin. Da müssen wir auch noch einiges freispielen hier, sehe ich gerade. Boah, sind das viele Karten, die wir noch freispielen müssen. Aber das Deck rockt da jetzt schon. Speichern und aufhören. Na klar. Das Deck rockt jetzt schon und wenn wir das dann noch weiterspielen, richtig geil auf jeden Fall. So, wir sehen uns in der nächsten Aufnahme von Magic the Gathering 2014 mit Olsen. Zockt weiter. Ich hoffe, ihr habt auch genauso viel Spaß an Magic wie ich. Bis zum nächsten Mal. Mach's gut. Ciao.